Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, befinde ich mich hier auf Gleisen oder auf Schienen. Keine Angst, die sind stillgelegt. Hier fahren nur mehr diese drei Schienen mit Fahrradantrieb oder Wippen oder sonstigen Gesocks. Die haben aber noch Winterpause. Ja, was treibt mich hierher? Ich habe beim letzten Mal vorbeifahren ein paar Bunkeranlagen entdeckt, nämlich die kleinen Holzhäuschen drauf, die die Geschütze abgedeckt haben. Und ja, die will ich jetzt einmal erkunden, weil dort war ich quasi noch nicht. Und die schauen wir uns jetzt einmal in Ruhe an. Und sollte da nichts werden, schaue ich noch weiter nach hinten. Dort sind auch noch einige Bunker, da waren wir schon einmal. Und dort begebe ich mich nachher hin. Aber jetzt gehen wir mal in Ruhe, schauen wir. Ja, Freunde, da vorne, wo dieser kleine Wald aus ist, ist die Hauptstraße. Und hier habe ich sie entdeckt. Hier ist auch ein Eingang. Hier die zweite Hütte. Aber es ist eingezäunt. Mal schauen, ob wir da reinkommen oder ob der überhaupt offen ist oder versperrt. Ja, und auch hier neben den Schienen gleich ein Bunker, den werden wir auch gleich einmal schauen, ob wir da reinkommen. Ja, auf alle Fälle ist hier bei der Tür kein Gitter mehr, also daher schaut es sehr einladend aus. Ja, leider kann man hier ein Schloss erkennen, versperrt, und somit ist der für mich tabu. Ah, der dürfte auch ja gar nicht so groß sein, hier Entlüftungen mit Notausstieg und hier der Betonkratz, hier war wahrscheinlich der Geschützturm. Ja, Freunde, Zugang habe ich jetzt zu dem Areal, da war ein Stück Zaun niedergetreten, also ich bin hier nicht eingebrochen. Hier steht ein Häuschen, da war ein Geschützturm. Hier steht ein Häuschen, da kann man sich seine Exkremente erledigen. Und hier steht noch so ein Häuschen, aber da war kein Turm. Keine Ahnung, was das hier war oder ist. Ja, leider natürlich auch der Eingang versperrt und somit für mich tabu. Hier ein Noteinstieg. Ob der offen ist, weiß ich nicht wirklich. Und hier mal so tarnweise ein Abflussrohr vor das Häuschen, wo die Kanone gestanden ist. Jetzt schauen wir mal hinein. Ja, auch hier die Betonplatte wieder drüber. Und abgedichtet. Und hier, dieses Rohr soll die Kanonenrohr simulieren quasi. Ja, hier noch einmal ein Blick auf den Geschützturm, den abgedeckten. Und hier noch ein Erdwall, da habe ich aber keinen Eingang gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Und da unten geht es wieder raus. Ja, und da ist der Eingang, Ausgang, beziehungsweise wo ich reingekommen bin, dass man sieht, das ist offen. Also ich habe hier nichts Verbotenes betreten. Jetzt bin ich wieder auf dem Gelände angekommen, wo mehrere Bunker sind. Und hier ist schon der erste, aber der ist verschweißt. Schauen wir weiter. Ja, das ist ein richtiger Wald zum Spielen. Ja, etliche Versteckplätzchen hier. Und dahinter sehe ich schon den nächsten Bunker versteckt. Schauen wir noch einmal, aber ich kann die Schweißnaht schon erkennen.
Ja, leider alles verschlossen. Schade. Jetzt habe ich auch noch eine Schneewolke über mir. Leichter Schneefall. Da ist schon der nächste, da schauen wir auch gleich hin. Der ist versperrt. Hier sieht man auch die Schießscharte. Und der konnte anscheinend nach beiden Richtungen verteidigen, auch da drüben raus. Ja, und so sieht das Teil von oben aus. Und hier drüben eine Falle von Jägern. Und hier, ja, da liegt noch irgendwas. Schon länger. Reh, Wildschwein, keine Ahnung. Ja, es fängt gerade an, stärker zu schneien. Und hier habe ich lauter Skelette gefunden. Ja, die dürften die Jäger hier entsorgen. Ja, Freunde, ich sehe gerade, hier stehe ich absolut nicht gut. Da sind lauter Jäger. Rückzug. Und hier noch eine Platzpatrone. Ich weiß ja, dass früher hier das Bundesheer trainiert hat. Und die ist noch nicht abgeschossen. Es ist wirklich eine Spielwiese für große Buben. Gewaltig. Ja, Freunde, das schaut gut aus. Der ist offen. Ja, dann stoßen wir mal vor. Ist ein bisschen Holz. Auch noch Elektrik vorhanden. Sogar eine Glühbirne ist drin. Hier für einen Haufen. Hier haben wir noch einen wirklich ganz kleinen Raum. Sehr klein, und hier geht's rauf, quasi dann zum Geschützturm. Hier wurde auch zubetoniert. Ja, und das war's auch schon wieder. Und im Bunker. Hier geht es noch seinen kleinen Weg her. Ah, da ist auch ein Notaufstieg anscheinend. Leuchten wir mal hin. Ja, der geht zum Notaufstieg. Und hier bei der Klappe. Ja. Ah, hier ist es aus. Jetzt wieder raus. Na, wenigstens ein offener Bunker. Ja, da hinten ist schon der nächste. Ja, leider auch zu versperrt. Ja, Freunde, ich muss mich etwas leiser verhalten, denn hier läuft ein Feldweg. Und unmittelbar hier läuft ein Feldweg.
da sind dem gerade eine ganze Menge Jäger mit den Autos lang geprescht. Ob die jetzt von hinten nach vorne jagen, weiß ich nicht. Aber da will ich ganz sicher jetzt nicht mehr da sein. Ja, ich gehe jetzt Richtung Auto zurück. Ob ich noch ein Plätzchen für ein Käfchen finde, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir im Augenblick gar nicht so wichtig. Ja, hier komme ich nun heraus. Hier läuft der eine Feldweg neben den Wald. Und da vorne neben den Häuschen gleich der zweite. Und ich muss zum Glück in diese Richtung. Los geht's. Hier, Freunde. Es ist leider kein Plätzchen mehr dazwischen gekommen. Da hinten das Weiße, was hervorschimmert, ist auch schon die Droschke. Mir ist auch etwas kühler geworden. Es ist jetzt wirklich kalt geworden. Und bevor ich mich ganz verkühle, trinke ich lieber mein Käfchen heute mal zu Hause, denn ich bin in 10 Minuten zu Hause. Ja, tut mir leid, Freunde, aber dafür gibt es vielleicht beim nächsten Mal zwei Käfchen. In dem Sinne bedanke ich mich aber trotzdem fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen und sage Servus die Malen und pfiat euch die Burm.